Im Rahmen der zweiten Vorsorgeuntersuchung wird etwas ausführlicher neurologisch untersucht. Man guckt, ob die Kinder ausreichend getrunken haben, wie die Gewichtsabnahme ist, ob der Stuhlgang funktioniert, ob Urin funktioniert hat, ob die Eltern Fragen oder Probleme haben, ob der Milcheinschuss erfolgt ist. Häufig treten schon erste Fragen auf im Umgang mit dem Kind. Das Kind ist vielleicht unruhig, hat vielleicht Bauchweh, hat vielleicht Blähungen oder das Bäuern ist schwierig. All das kann man im Rahmen dieser Vorsorgeuntersuchung fragen. Es gibt aber eine ganze Reihe von Screening-Sachen, die noch überprüft werden. Man guckt, ob die Kinder ausreichend Sauerstoff im Körper haben mit dem Pulsoximetrie-Screening. Es wird eine Stoffwechseluntersuchung durchgeführt, die wird bundesweit durchgeführt und dann guckt man nach angeborenen Stoffwechselerkrankungen, um sie, wenn sie denn vorliegen sollten, möglichst früh behandeln zu können. Zusätzlich, je nach Risiko, kann man Ultraschalluntersuchungen machen. In unserem Zentrum sind wir in der Lage, rund um die Uhr auch bei Problemen Ultraschall vom Herzen zu machen, wenn man denn die Sorge hat, dass das Kind vielleicht einen Herzfehler haben sollte. Natürlich gibt es das ganze Setting der Intensivmedizin, was herangezogen werden kann, wenn es Probleme gibt, wenn es Auffälligkeiten gibt. Aber zumeist haben die meisten Kinder keine größeren Probleme und viele Dinge lassen sich bereden, sodass die Eltern dann ohne Sorgen nach Hause gehen können. In Deutschland haben wir eine ganz hervorragende Organisation von Vorsorgeuntersuchungen.
Und Sie bekommen ja zur Entlassung ein gelbes Heftchen mit. Das ist das Vorsorgeheft. Und da ist in der Regel ein ausgedruckter Kleber vorne drauf, in dem die nächsten Vorsorgeuntersuchungen mit ausgerechneten Terminen, wann Sie denn soweit wären, Ihnen mitgegeben wird. Es gibt dann die U3, die ist dann mit 4 bis 5 Wochen und danach geht die U4 los, die ist ungefähr mit 3 Monaten, dann kommt die nächste mit 6 Monaten, mit 12 Monaten, mit 2 Jahren und so geht es immer weiter. Es ist alles ganz genau aufgeführt, sodass Sie sich das gar nicht merken müssen, was ich hier erzähle, sondern schön auf dem gelben Heft immer nachgucken können, wann die Termine sind. Die U2 bietet immer die Gelegenheit, alle Fragen, die bis dahin aufgetreten sind, abschließend zu klären. Sie haben die Möglichkeit, mit den Ärzten die Dinge, die Sie gerne verstehen möchten oder wo Sie unsicher sind, anzusprechen, diese Dinge zu besprechen. Und wir versuchen Ihnen die Sachen so gut zu erklären, dass Sie mit einem sicheren Gefühl nach Hause gehen können.